Oberarme stehen und die beim Knopf drücken. Dann drücken wir mal den Knopf. Boing. Was ist passiert? Oh. Ganzen Unterhosen einsammeln. Und mein Socke! Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich über die Socke. Moin. Beine durchknack. Ah. Stehen nur die Stumpen da. Ich glaube, in irgendeiner Folge war es auch passiert, ne? Vor allem, wir müssen in den Leuchtturm nach oben, sind aber nach unten gegangen. Hallöchen, SpongeBob! Kumpelblase! Ja, Kumpelblase! Ja, was denn? Nix? Achso, Space Needle, genau, da müssen wir. Genau, das hab ich ja schon durchgeschlabbert. Genau. Geschenke öffnen ist klasse. Super Monster Kombi. Super Monster Kombi. Nochmal, hier war ja Kürbel der genau Taxi. Nee, ich muss genau in die andere Richtung. Er braucht keine helfende Hand. Oh, wie funkelnd! Irgendwas ist hier drin. Nee, hier drin ist es nicht. Irgendwo habe ich was gehört. Aber ich müsste ja, glaube ich, schon überall gewesen sein jetzt. Na gut, reißen wir weiter. Sag ich doch. Die Seenadel. Ei, Karamba, wie kaputt ist das denn? Wieso bin ich denn jetzt schon oben? Okay. S, so, Norden, Osten, Süden, Westen, alles klar. Ah, da bist du ja, Minion. Jemand hat die Seenadel beschädigt. Oh Gott, werde. Das ist ja schrecklich. Die Seenadel ist die Wiege der Häkelecke. Ja, okay. Ja, genau. Aber noch wichtiger ist, dass es dort Tickies und glänzende Objekte direkt vor den Fenstern gibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Mr. Krabs, wie können Sie in solchen Situationen an Geld denken? Immer. Ganz einfach. Ich mache einfach meinen Kopf frei. Geld. Geld, Geld. Jetzt hör zu, Minion. Du weißt, dass ich dir goldene Pfannenwender gebe, wenn du mir glänzende Objekte bringst, aber ich versüß dir die Abmachung noch. Wenn du alle Tikis hier bei der Seenadel zerstören kannst, bekommst du einen goldenen Pfannenwender zusätzlich. Warum sollte ich die Tikis zerstören, Mr. Krabs? Weil sie dich ausgelacht und sich über dich lustig gemacht haben. Was haben sie denn gesagt? Du weißt schon, SpongeBob Schlammklotz. Das ist nicht sehr lustig.
Soll ja für dich nicht lustig sein. Die finden es lustig. Nein, und sie sagten, deine Mama sei hässlich. Hässlich? In Ordnung, Mr. Krabs. Ich werde sie zerstören. Wir haben eine Abmachung. Okay. Wie eine Frühlingsbrise. So, noch ein Lenkrad. Wieder eins. Ja, wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade. Wie gesagt, ich finde es schade, dass man damit hier an die Oberfläche. Wow! Von hier oben sehen alle wie Ameisenfische aus. Hab ich alle erwischt? Boing! Jetzt. Hä? Boing! Nein, nur noch eins. Noch das Rote noch. Boing. Hä? Okay, damit haben wir das erste schon mal. Ich würde aber auch gerne, wie gesagt, mit denen mal ab und zu mal reden. Ja. Weil ich glaube, vielleicht auch mal ein bisschen interessant. Aua! Jaut! Es glänzt! Und nochmal. Aua! Entschuldigung, SpongeBob. So. Ich hab keine Höhenangst. So, ich habe alle 11 Lenkräder. Boing! Autsch! Okay, den hab ich nie erwischt. Jetzt hab ich die erwischt. Na, da kann man eh nicht. Boing! Geschenke öffnen ist klasse! Ach, den hab ich nie erwischt. Doch, den eh hab ich schon. Alle kaputt, oder? Alter, also jetzt sehe ich es erst. Ich sehe seine Hintern. Ich
dir den Hintern. Das war nicht dein Sixpack. Hier geht die Party ab! Jetzt muss ich die Klappe alle wieder. Na, ja. Mir wird schon beim Zugucken schwindelig. Darf ich die ganzen Tikis nochmal kaputt machen? Oder hat es das von vorn schon gezählt? Ahoi, Sandy! Ihnen einen guten Morgen, Mr. Krabs! Alles klar! Nee, muss ich mal alle zerstören. Verdammt! Okay, es ging nur mit SpongeBob, ja. Sandy. SpongeBob. Boing. Weil es immer in der Ecke da ist. Oh. Boing. Jetzt aber, oder? Nein, immer noch eins. Jetzt aber. So, das erste. Autsch! Wie eine Frühlingsbrise. Auf jeden Fall. Da scheppert zwischen den Kobacken. So, jetzt müsste ich eigentlich alle abwischen. Wie ein neuer Schwamm. Gute Arbeit, Minion. Hier ist der goldene Pfannenwender, genau wie versprochen. Danke. Eigentlich an sich war das ein entspanntes Level gerade. Nennt mich auch Schwamminator. Das ist doch cool, ne? Komm
nicht vor Lachen aus dem Schlaf. Au! Frisch wie eine Frühlingsbrise. Noch. Schwamminator, mach was du willst. Roll, roll, roll den Schwamm. Autsch! Schau, manchmal absolut so ein ganz komisches Geräusch. Du hast mir noch ein Netter Stern. Autsch! Ja. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Da ist er wieder hier. Ich gehe jetzt mit Mr. Krabbe. Damit wir das Level abschließen können. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Doch. Entschuldigung. Schenke öffnen ist klasse. SpongeBob, ich bin beeindruckt. Wie hast du sie... Na ja, da waren diese Roboter. Ich habe Sandy getroffen und da war der Leuchtturm. Okay, okay. Entschuldige, dass ich gefragt habe. Hier ist der goldene Pfannenwender, den ich dir versprochen habe. Danke, Mrs. Puff. Danke, Mrs. Puff. Und jetzt helfe ich bei der Evakuierung. Aber SpongeBob, du hast doch keinen Führerschein. Ach, hab ich nicht? Nein, nein, hast du nicht. Ist das so? Und was ist das hier dann? Library Card, das ist doch hier Büchereiausweis. Ein Büchereiausweis. Oh. Entschuldigung. Und Taxi! Juhu, da sind wir schon mal gut vorangekommen. So, wir müssen mal zu Patrick und mal seine Socken machen. Willst also glänzende Objekte gegen einen goldenen Pfannenwender tauschen? Ja. Das ist hochqualitative Handwerkskunst. Beehre mich bald wieder. Aber ich weiß noch, wo wir definitiv noch mindestens einen goldenen Pfannenwender haben. Wow, SpongeBob, du hast welche gefunden. Jetzt sind sie wieder sicher zu Hause, wo sie hingehören. Hier ist ein goldener Rückenkratzer. Pfannenwender. Damit kann man keine Pfanne wenden. Das stimmt eigentlich. Patrick, deine Hosen. Wow, SpongeBob, du hast welche gefunden. Jetzt sind sie wieder sicher zu Hause, wo sie hingehören. Hier ist ein goldener Rückenkratzer. Das ist der Rückenkratzer. Pfannenwender. Damit kann man keine Pfanne wenden. Das stimmt immer noch. So stimmt ja eigentlich immer. Hast du meine Socken schon? Noch nicht, Patrick. Oh, haben sie dich gefunden? Noch nicht, Patrick. Oh, wie funkelnd. Machen wir gleich hin. Wir machen von unten nach oben, okay? Wir machen von unten. Tada! Oh, wieder die Hand. Hallo Hand. Danke Hand. Auf zum Strand, auf zum Strand. Ja, ja, ja. Ah, die Gula-Gula.
Ein sonniger Strand aus Schlamm am Meeresgrund. Aber hier im Paradies ist nicht alles gut. Nimm das! Ui! Ich nehme jetzt auch die Hinweisschilder nicht mehr mit, na also. Ich habe da nur einen roten Punkt gesehen. Und da gehe ich schon, Kabi. Mega! Da ist was. Okay. Hättet ihr Haare, die würden mir jetzt im Berge stehen. Dieser Roboter heißt Monsoon. Pass auf seinen Blitzangriff auf. Mache ich, danke für den Hinweis. Regen, Regen, gehe fort! Gehe an den Anfang fort. Tschüss! Wieder abgekürzt. Verdammt. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ich würde mal langsam abkürzen. Ja, jetzt gehen wir wieder runter und machen mal den gleichen Weg, wie ich den mache. Hier bitte mal. Bitte. SpongeBob, sehe ich verbrannt aus? Noch nie ganz, aber du bist schon ziemlich rot. Du bist schon etwas rot. Algenkotze, dieser verdammte Roboter! Roboter? Ja, ein großer Roboter hat allen die Sonnencreme geklaut. Was? Oh nein, jetzt bekommen alle einen Sonnenbrand und dann pellt sich ihre Haut. Genau, ohne Sonnencreme kann man keinen Tag am Strand verbringen. Die Sonne ist viel zu heiß. Der Roboter ist draußen auf der Insel. Da kommt keiner hin. SpongeBob, vielleicht kannst du diese Sonnenreflektoren benutzen, um das Sonnenlicht auf den Roboter zu lenken. Wenn du einen der Schalter an den Strandwärterhäuschen triffst, dreht sich der Reflektor. Verbindest du alle Häuschen, dann strahlt das Licht geradewegs zum großen Reflektor auf der Insel. Dann musst du nur noch zur Insel schwimmen und den großen Reflektor auf den Roboter ausrichten. Okay. Ich bleib hier und passe auf die Strandmiezen auf. Alles klar. Aber ich kann nicht schwimmen. Das stimmt. Also das ist dieser Reflektor komplett in die gegensätzte Richtung eigentlich. Von der Theorie her sollte es nicht funktionieren. Das ist der Tiki Showdown. Boah, es darf beinahe nach hinten losgehen. Es glänzt! Die machen Geräusche? Ist das so ein Ort? Okay.
So, da oben war nichts drin. Ja, doch. Eigentlich bei dem Standpunkt ist es interessant. Da ist oben nicht nochmal was drin. Ich muss auf jeden Fall Patrick hin. Wer bist du denn? Aber ab in die Schule. Okay, ich hab den Fehler gefunden. Und dann das wäre witzig gewesen, wenn jetzt auch Larry. Wie gesagt, ich habe ihn gesehen. Jetzt muss ich ihn nur noch finden.